Ja, hallo, seid gegrüßt. Hier spricht wieder die Lorelei. Ich möchte heute mit euch ein kurzes Setup von meinem Happy Planner und vor allem aber ein Flip-Through machen. Und zwar habe ich die längste Zeit überlegt, was könnt ihr eigentlich mit meinem Happy Planner für ein Video machen? Und da meine Dekorationen oft bis zu 5 Stunden dauern, weil ich zusätzlich auch das Bullet Journal System verwende in meinem Planer, das heißt mit wahnsinnig viel Reviews und tatata. Habe ich mir gedacht, das ist vielleicht nicht ganz so ideal. Aber trotz alledem möchte ich gern meine Spreads herzeigen. Und zwar jetzt ganz aktuell deshalb, weil ich gesehen habe, dass es in der ganzen Planer- und Bullet Journal Community einen irrsinnigen Aufruhr gegeben hat, dass Leute sich nicht trauen, ihre Dekorationen herzuzeigen oder ihre Bullet Journals herzuzeigen, weil sie kritisiert werden, weil es halt nicht so supi toll schön ist, wie man das auf anderen YouTube-Kanälen oder auf Instagram von den Profis halt so sieht. Also insofern möchte ich da ein bisschen teilhaben an dem, dass ich einfach auch ja, stinknormale Dekorationen herzeige, die jetzt von Leuten gemacht werden, die das einfach wirklich gern machen, aber halt nicht die tollen Sticker sich leisten können oder, ja, was weiß ich, nicht so wahnsinnig talentiert sind, mit Adobe, was weiß ich, umzugehen oder mit GIMP, was ja ein Gratis-Programm wäre. Also insofern wollte ich euch das prinzipiell einmal zeigen und starten möchte ich eben, wie gesagt, mit einem kleinen Setup, damit ihr seht, wie ich eben auch dieses Bullet Journal System in meinem Happy Planner verwende. Das Video kann trotzdem wahnsinnig lang werden. Ich glaube, das ist schon für meine 2 letzten Videos auch schon so gewesen. Ich kann nicht schneiden, ich kann kein Timelapse machen, ich kann kein ich kann das nicht. Ich filme mit meinem Handy, ich lade das Video hoch, wer es schauen mag, soll es schauen, wer es nicht schauen mag, soll es nicht schauen, ja, wie auch immer. Ich schaue solche Videos prinzipiell gern, auch wenn sie sehr lange dauern, weil ich einfach immer lernen kann von anderen, immer neue Ideen kriege. Ja, gut, also dann fangen wir an. Ich habe eben den Happy Planner und es ist die Good Things Are Going to Happen Edition, die jetzt ja an und für sich ein anderes Cover hat, aber nicht wirklich. Weil, ich bin nämlich draufgekommen, wie ich den gekriegt habe, dass die Rückseite vom hinteren Cover nämlich genau so ausschaut und um so vieles noch hübscher ist als die andere. Das heißt, ich habe einfach das rückseitige Cover noch vorgetan mit diesen hübschen Vögeln. Ja, die finde ich super entzückend. Ja, gut, kann man ein bisschen ausflippen. Gut, dann ist das meine erste Seite. Da habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht. Ich versuche mich immer wieder ein kleines bisschen in Handlettering, was man noch mäßig gelingt. Aber ja, ist halt so, gell? Man lernt ja erst. Gut, also das ist wie gesagt die erste Seite. Dann habe ich mir die Sticky Notes von Me and My Big Ideas auch noch geholt. Ich habe auch noch die andere Variante. Die neuen habe ich noch nicht. Weiß ich auch nicht, ob ich mir die kaufen möchte. Es gibt da jetzt wohl welche, die so richtig lang sind. Die gefallen mir an und für sich sehr gut. Aber ich verwende Sticky Notes kaum. Also ich glaube, ich habe das schon irgendwo einmal gesagt oder geschrieben, zumindest auf Instagram. Ich verwende das Zeug nicht. Ich finde es total hübsch, aber ich weiß nicht. Schauen wir mal. Gut, dann habe ich hier einen Ordner, wo ich hoffentlich nichts drinnen habe, was irgendwie wichtig ist. Nicht wirklich. Da sammle ich dann einfach Sachen drinnen, wie zum Beispiel diese Punkte, die verwende ich hin und wieder, um in der Monatsübersicht etwas zu markieren. Und sonst halt so Unterlagen. Ich möchte zum Beispiel einmal dieses Hot von Hofer ausprobieren, beziehungsweise recherchieren, was ist da eigentlich besser und macht Sinn, einen Tarifwechsel zu machen. Wurscht, das interessiert jetzt glaube ich niemanden. Diesen Folder habe ich mir selber gemacht, also da habe ich mir jetzt nicht die von Happy Planner gekauft.
habe ich damals noch mit dem alten Lochsystem gemacht, sprich einen stinknormalen Locher nehmen und dann Schlitze reinschneiden. Hat super funktioniert. Ich bin mit dem im Prinzip recht glücklich. Washi-Tape finde ich immer ganz praktisch, weil es dann das Ganze noch ein bisschen verstärkt. Mit Uhu oder so habe ich jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht. Das hat einfach nicht so diese dauerhafte Dings. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Thema eben Bullet Journal im Happy Planner. Ich habe mir eben diese Notizseiten von Me and My Big Ideas noch dazu geholt und habe mir jetzt hier meine Sisyphus-Liste gemacht. Sisyphus-Liste bedeutet nichts anderes, als das sind Dinge, die man immer und immer wieder machen muss, wie eben der mythologische Sisyphus, der seinen Stein ewig auf den Berg raufrollen muss und dann fällt er wieder runter und so weiter und so fort. Ja, dementsprechend. Ich habe dann Dailies, also das sind Dinge, die jeden Tag gemacht werden müssen. Manchmal verändert sich da was. Ich habe das auf einen Sticker geschrieben, ich habe auch schon einen ausgetauscht. Also da verändert sich was. Aber ich finde es immer praktisch zu wissen, so was möchte ich wirklich jeden Tag machen, was soll ich wöchentlich machen. Das sind dann eben schon auch so die Dinge. Ich Comic lesen. Lesen tue ich eigentlich hier relativ viel, aber eigentlich blogge ich ja auch drüber. Nur ja, mache ich nicht so oft. Jetzt steht es einmal drauf, aber es hat jetzt noch nicht so viel geholfen. Schauen wir mal, ob es irgendwann besser wird. Aber wurscht, wir haben einmal diese wöchentliche Liste und dann haben wir die periodische Liste. Also das sind Dinge, die ich über das Jahr hinweg eben immer wieder mal machen muss. Und wenn ich dann eben meine Monthly Reviews oder Weekly Reviews mache, dann kann ich auf diese Listen wieder zurückgreifen und schauen, so was muss ich dann jetzt nächste Woche, nächstes Monat machen. Ja, gut, das ist das. Und dann gibt es noch hinten die Happy Liste. Die Happy Life Liste, wo ich einfach mal Dinge gesammelt habe, die mich glücklich machen. Ja, und da hilft es vielleicht da mal hinzuschauen, mei, was hast du schon lange nicht mehr gemacht? Und dementsprechend kann man dann vielleicht einmal wieder was einplanen. Gut, dann habe ich meinen Happy Planner im Dezember bekommen und habe die Monate davor mal rausgenommen. Das ist jetzt deswegen drinnen, weil ihr dann diese Currently-Seite kommt. Am Anfang habe ich die noch dafür verwendet, quasi zu überlegen, so was mache ich denn dann? Aber dann bin ich eigentlich drauf gekommen, dass ich diese Dinge nicht ausfüllen kann, wenn es ja noch gar nicht passiert ist. Jetzt bin ich also später dann dazu übergegangen, das erst im Nachhinein einzutragen. Ja? Und da dann auch eben nicht alles. Gut, dann ist hier der zweite Teil. Das ist jetzt diese Monatsliste, die ich eben jedes Monat mache. Und man sieht, manche Dinge mache ich, manche Dinge mache ich nicht. Das ist aber für mich nicht mehr so dramatisch, weil ich es zumindest nicht mehr verlieren kann. Also mein Bullet Journal hat mich insofern befreit, dass ich nicht mehr die ganze Zeit im Kopf behalten muss, was muss ich denn eigentlich machen? Und ja, wenn ich es nicht gemacht habe, wenn es nicht so wahnsinnig wichtig war, dann ist das kein Drama. Und sonst mache ich es meistens dann noch am letzten Tag, damit es noch erledigt ist. Ja, so es wirklich ist. Gut, also das ist meine Monatsliste und von dieser Monatsliste übertrage ich dann die Tasks in die Wochenliste. Dann habe ich am Anfang noch sowas gemacht wie ein Dings. Keine Ahnung, ob da jetzt was steht, was ihr nicht sehen dürft. Mein Gott, mein Leben ist nicht so dramatisch. Ich schreibe auch nicht so die wahnsinnig wichtigen Sachen auf, also lest es ruhig. Da habe ich noch angefangen, wirklich, das war Dezember. Das ist allerdings das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. So gesehen wird sich da später dann auch was verändern. Okay, und jetzt kommen wir zu den ersten Seiten, die ich dekoriert habe. Wie gesagt, ich habe den Happy Planner im Dezember bekommen. Und wie ich ihn bekommen habe, war ich noch total. Was mache ich denn jetzt damit? Ha, Sticker? Keine Ahnung. Washi? Was nicht? Also habe ich am Anfang wirklich nur Buntstifte verwendet. Ich bin hergegangen, habe diese Wolken, so ziemlich das Einzige, was ich wirklich zeichnen kann, sind Wolken und habe die halt ausgemalt. Und im Grunde genommen finde ich es aber total hübsch. Ja, also diese Sticker zum Beispiel habe ich vor Ewigkeiten einmal selber gemacht und dann habe ich sie halt noch ausgestanzt mit einem Stanzer, der leider Gottes nicht sehr scharf ist. Aber das war so das Einzige, was ich da verwenden wollte. Und der Rest waren Buntstifte. Und man sieht es dann auch an der ersten Woche. Ich habe wirklich noch nicht gewusst, was ich mit ihm machen soll. Und trotzdem finde ich es einfach hübsch. Hier habe ich zum Beispiel
so Schablonen von Tchibo gefunden. Ja, eine Katastrophe, werde ich nie wieder machen, gefällt mir überhaupt nicht. Da habe ich irgendwas versemmelt, da habe ich die Farben durcheinander gebracht. Aber ja, was soll's. Was mir irrsinnig gut gefällt, ist das Wetter da oben. Das mache ich also wirklich seit der ersten Woche, mache ich da oben das Wetter. Manchmal bleibt es schwarz-weiß, manchmal male ich es aus. Ich finde es unglaublich süß. Und ich finde es auch total spannend, ein Jahr zurückzuschauen, um zu sehen, wie war denn das Wetter vor einem Jahr. Also deswegen ist es eigentlich, dass ich das Wetter tracke. Gut, und dann sieht man eben, hier habe ich die Wochenliste. Und auch hier sieht man, manche Dinge mache ich, manche Dinge mache ich nicht. Der Pfeil heißt, nee, habe ich nicht gemacht. Aber ich habe es auf die nächste Woche transferiert. Das Durchgestrichene heißt, ich habe es nicht gemacht und ich kann es im Prinzip auch nicht verschieben, weil es ist nur an dem Tag relevant gewesen, weil Eincremen ist so eine Geschichte, die sollte ich an und für sich jeden Tag machen. Ich bin da sehr, sehr schlampig, was das betrifft. Deswegen schreibe ich es mal rein. Also ich schreibe mir wirklich die billigsten Sachen in meinen Happy Planner rein. Das mag für viele total verrückt sein, aber ich brauche das, gell? Und ich brauche das auch, das Abhaken. Ich werde euch später ein Spread zeigen, wo ich das nicht gemacht habe. Und ich bin in der Woche fast verzweifelt. Ich habe mir zusätzliche To-Do-Listen geschrieben, weil ich das nicht geschafft habe. Das packe ich nicht. Also dementsprechend, dieses Bullet-Journal-System taugt mir einfach um. Eben da drin. Ja, also wie ihr seht, das war so der allererste Versuch. Das sind ganz normale Avery-Zweckform-Labels, die man kaufen kann. Die passen perfekt da rein. Und die habe ich mir dann eben so dementsprechend gestaltet. Das Problem ist mir nur aufgefallen, beim Drucken ist es manchmal leicht verschoben. Das bin ich noch nicht drauf gekommen, wie das ändern kann. Aber ja, ist auch okay. Gut, dann haben wir da das zweite. Also da sieht man immer noch ganz viel mit Buntstifte, immer noch keinen einzigen Washi-Strip verwendet, weil ich wirklich nicht gewusst habe, wie und wo. Dafür habe ich das da entdeckt gehabt. Ich kann doch ein bisschen zeichnen. Ein bisschen. Ja, dementsprechend, in das war ich total verliebt. Jetzt habe ich es schon lange nicht mehr gemacht. Vielleicht sollte ich es wieder einmal machen. Gut. Übrigens, diese Einfügereien mache ich überhaupt nicht. Also das war Ausnahme und ganz, ganz selten und wenn, dann erst im Nachhinein, weil mich das fürchterlich stört, wenn irgendwas von dieser Wochenübersicht verdeckt wird. Also so hübsch das ist, dass man da was einfügen kann, aber mache ich in Wirklichkeit nicht. Gut, so da la, das erste Washi-Tape hat seinen Eingang gefunden und die ersten Sticker. Ja, mir gefällt die Woche immer noch. Ja, ich habe dann da auch eine Schablone gefunden, wo ich dann so runde Dinger machen habe können. Dann habe ich sie ausgemalt. Das mit dem Ausmalen habe ich dann lassen, weil dann die Stifte unheimlich schnell leer werden. Also bin ich wieder aufs Abhaken zurückgekommen. Ich habe mir von Me and My Big Ideas auch diese Quote-Stickers besorgt. Die habe ich am Anfang wahnsinnig viel verwendet. Dann das war die Weihnachtswoche. Das ist ganz normales Scrapbook-Paper und die habe ich mir zugeschnitten und im Prinzip sind die sogar wieder ablösbar, weil ich habe mir, wie ich in den USA war im Oktober, so einen Uhu-Stick gekauft, der eben wieder ablösbar ist und man kann sich so quasi seine Post-its machen. Finde ich total cool. Keine Ahnung, ob es das jetzt irgendwie in Österreich gar auch zu kaufen gäbe. Aber habe ich halt noch nicht gefunden, nicht geschaut. Oder ich bin in Klagenfurt, wo es es einfach nicht gibt. Na gut, also wie gesagt, das war die Weihnachtswoche. Die gefällt mir immer noch sehr gut. Dann sind wir jetzt wieder da. Und ihr seht, jetzt fehlt da irgendwie diese Monatsübersicht für den Jänner. Das werdet ihr später sehen, warum. Dann sind wir in der Monatsübersicht. Da habe ich mir gedacht, mei, da könnte man doch von der Flow diese hübschen Karten immer einfügen. Habe ich, wie gesagt, auch noch gemacht, aber dafür seht ihr da. Ja, mein Schatzelchen hat mir zu Weihnachten diesen Arc Punch geschenkt, womit ich meine Löcher dann eben selber machen kann. Mittlerweile mache ich mir ja fast alles mit diesem Arc System. Ich stehe drauf. Ja, das war dann, das ist übrigens so ein Set von, wie heißt sie? Jessica Brown, glaube ich. Und, jetzt stehe ich aber sowas von auf der Leitung. Ich link sie unten in der Infobox, wie man immer so schön sagt. Die hat nämlich gratis Printables und wirklich total hübsche Sachen. Also My Planner Envy ist sie.
Genau, My Planner Envy. Ich mache auf jeden Fall einen Link unten und da habe ich das einmal probiert, eben diese Monats-Sticker da zu verwenden, wo sie dann so ein Bild entsteht und ist auch total hübsch, gell? Und wie gesagt, kostet nichts, kann man sich selber zu Hause ausdrucken, vorausgesetzt man hat einen Farbdrucker und braucht ganz normale Avery Zweckform, diese Full Sheets und schaut super aus, finde ich. Haben wir das. Dann ist das auch ein Set von der Jessica. Ich hoffe, sie heißt jetzt Jessica. Nicht, dass sie eine Jessica heißt, aber ich glaube, sie heißt Jessica. Und da habe ich so ein bisschen dieses Gold, ja, Schwarz versucht. Auch mit meinen eigenen Stiften und so. Also auch sehr, sehr hübsch geworden. Gefällt mir sehr gut. Auch wenn ich nicht so ein Set-Mensch bin. Also Sets habe ich eigentlich dann, glaube ich, nimmer verwendet. Gut, dann hat der Jänner damit angefangen, dass ich beschlossen habe, no spend. Also no spend im Sinne von kein neues Planerzeugs. Und zwar, da war ich sogar ganz krass, ich durfte mir auch nichts ausdrucken. Gell? Also das heißt, alles, was ich irgendwie verwendet habe, habe ich dann selbst gehabt. Schon, weil ich habe ja gesammelt wie ein Eichkatzel. Ich heiße auch nicht umsonst Eichkatzel bei meinem Schäffelchen. Und ja, da habe ich dann eben angefangen, das alles so zu verwenden. Diese Stempel habe ich aus schlichten Moosgummi selber gemacht. Da war ich nur allerdings mit Stempeln noch völlig ungeübt, weswegen auch dieser Sticker da klebt, weil da habe ich irgendwas versemmelt. Aber gut, mag ich auch total gern. Das ist überhaupt, finde ich, einer der schönsten. Da werde ich das mal kurz raustun, weil wie gesagt, diese Dinger stören mich ja sowieso. Das ist mein, ich glaube, ich weiß es nicht, mein Lieblingsspread. Keine Ahnung. Die Kombination von diesen beiden Washis hat mich umgeworfen. Also auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, die irgendwie so zu kombinieren vorher. Und ich war wow. Ich könnte mich jetzt noch total verlieben. Diese Rosensticker habe ich irgendwann einmal beim Teddy gefunden. Diese Zähne, da habe ich Öl ziehen versucht. Ja, so schlimm wie alle tun, ist es nicht. Aber Sensation ist auch nicht. Also habe ich es dann bleiben lassen. Ja, und die sind eben vom Teddy. Und das sind wieder ganz normale Avery Labels. Und die habe ich mir mit den, na, wie heißen diese Dinger? Friction Leuchtstiften einfach eingefärbt. Und so kombiniert, ich stehe drauf. Ich stehe die habe ich dann, ist ein Bild aus dem Internet, eben auch einfach auf Stickerpapier ausgedruckt und schon habe ich ein hübsches Wasch mal wieder Icon. Das da ist dann auch eine Woche, die ist jetzt wahnsinnig knatschbunt, aber ich mag sie auch. Das sind Etiketten für Marmeladegläser. Habe ich dann einfach eben auch so Linien reingemacht und ich finde, das schaut total toll aus und ich sollte wieder mehr so machen. Jetzt in letzter Zeit bin ich davon ein bisschen abgekommen, aber gefällt mir. Nächste Seite. Auch wieder Avery Labels, Mumin-Stickers aus Finnland, das ist Scrapbook Paper und das war eine ganz lustige Dekoration. Ich weiß gar nicht einmal mehr, womit es angefangen hat. Ich glaube, mit dem Streifen hat es angefangen, weil ich den verwenden wollte. Den habe ich übrig gehabt. Und dann ist das alles, manchmal geht es dann beim Planen oder beim Dekorieren eigentlich so, dass dann die Sachen einfach rein wollen. Und vor allem die Mumins, die wollten unbedingt rein. Also habe ich sie reingetan. Gut, dann sind wir jetzt hier. Da habe ich tatsächlich wieder einen Brain Dump drinnen. Aber ihr seht, die Rückseite ist leer geblieben. Das heißt, ich habe nicht mehr diese monatliche, das war Februar gemacht. Und irgendwann letztens habe ich mir gedacht, ist eigentlich aber Verschwendung der Seiten. Weswegen ich den Jänner jetzt dann schon verwendet habe für den Braindump Mai. Das heißt, ich schreibe jetzt einfach auf die Rückseite dann den Braindump vom nächsten Monat und somit habe ich eine Seite wirklich auch ausgenutzt mit allen Varianten, die mir möglich sind. Und dementsprechend gibt es in dem Jänner augenblicklich nichts. Das ist dann Februar. Sehr pastellig. Sehr Valentine's Day. Ja, also ich bin jetzt kein wahnsinnig romantischer Typ, dementsprechend auch nur wirklich dieses eine Herzi. Aber diese Sticker sind von der Flo. Und dieses Tape,
in Kombi mit dem, das war glaube ich so ein Zweier-Set und dann war noch ein dünnes rosarotes dabei. Das habe ich glaube ich in einem Bastelgeschäft bei uns in Klagenfurt gefunden, was eine Sensation ist, weil es gibt genau ein Bastelgeschäft und da gibt es genau fünf verschiedene Washi-Tapes und das eigentlich schon seit einem ganzen Jahr. Ja, ich weiß, ich bin arm. Dafür ich der Bull gesehen. Yay. Der war cool, der war lustig. Gut, dann kommen wir also zur ersten Woche im Februar. Da habe ich mir ein bisschen mit Wasserfarbe ausgetobt, mit einer Technik, die ich einfach selber mir gedacht habe, probieren wir das doch einmal, indem ich einen ganz normalen Küchenschwamm genommen habe und den eben in Wasserfarbe getaucht habe und dann so ein bisschen abgetupft. Ich finde es durchaus hübsch. Also es ist jetzt nicht mein Lieblingsspread, aber es ist durchaus hübsch. Die Washi-Dinger da auf der Seite, das ist mehr einem Unfall zu schulden, weil ich glaube, auf der anderen Seite sieht man es noch. War das das? War das eh das? Ich glaube, da habe ich nämlich reingeschnitten. Glaube, da habe ich reingeschnitten. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Naja, wie auch immer. Also so, das war so mein rosa-schwarz-Versuch. Es kommt später noch ein rosa-schwarz-Versuch, der war dann auf Instagram ziemlich erfolgreich, habe ich lustig gefunden. Gut, warte mal, Seite, nächste Woche, oh, Ravenclaw-Woche. Da habe ich dann auf einmal beschlossen, ich brauche eine Ravenclaw-Woche und habe mir tatsächlich auch diese Boxen selbst im Word erstellt, damit ich eben diese Farbenumrahmung habe und wirklich diese, genauso wie diese Labels hier, die sind jetzt eben keine Avery-Labels, sondern die habe ich ausgeschnitten und Luna Lovegood ist meine absolute Favoritin aus den Büchern und auch aus den Filmen, wobei sie in den Filmen absolut, wie sagt man so schön, underused ist. Ja, ich bin nämlich eine Ravenclaw, sagt Pottermore. Dementsprechend war das eine Ravenclaw. Und Valentinstag habe ich dann eben mit dem Spruch von Snape dekoriert, mit Always, ja, Alan Rickman, Rest in Peace. Gut, das ist die Woche, die auf Instagram super erfolgreich war. Mir war sie definitiv zu voll. Aber irgendwie hat es mich da erwischt. Ich wollte diese London-Sticker, die ich eben auch aus diesem Bastelgeschäft gehabt habe, die wollte ich irgendwie verwenden und dann, ja, dann habe ich die überall hingeklebt, wo nur irgendwo ein Millimeter Platz war. Was dann schon dazu geführt hat, dass ich da zum Beispiel meinen Friseurtermin echt nur mehr so in die Ecke habe drängen können. Das ist dann doch ein bisschen unpraktisch. Also meistens tut sich nicht wahnsinnig viel mehr in einer Woche, nachdem ich sie fertig geplant habe. Aber ein bisschen was dann doch, also ein bisschen was sollte man dann freilassen, habe ich gelernt aus dieser Woche. Diese Stempel habe ich da offensichtlich auch gerade ganz neu gehabt. Die sind von Gero Kreativ. Linke ich auch. Mag ich sehr, sehr gerne. Da habe ich dann Fasten angefangen, sehe ich gerade am 11. Das erste Mal in meinem Leben gefastet. Da habe ich kein YouTube schauen dürfen. War jetzt fast das Schlimmste. Das ist meine Flow-Woche. Da habe ich Papier aus der Flow, Stempel von Gero Kreativ, meine eigenen Labels, Stempel von Gero Kreativ und ein paar, ja, verschiedene Sticker, die sind auch aus der Flow. Ja, also die finde ich irrsinnig schön. Also wie gesagt, man kann eigentlich wahnsinnig schöne Sachen machen, ohne dass man jetzt bei Etsy wahnsinnig viel bestellen muss. Ja, obwohl ich auch bei Etsy bestelle. Washi Tape. Gut, dann sind wir hier dann im März. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Washi, dass man beim Washi, es ist eigentlich mehr so ein Papierklebeband. Ich würde das nicht als Washi bezeichnen, es klebt nämlich nicht wahnsinnig gut. Und ja, ich weiß nicht, das ist auch vom Angreifen her. Das habe ich beim Interspar mal gefunden. Habe es für meine Halloween-Woche eigentlich gebraucht, weil ich so Ockergelb gebraucht habe. Ja. Da habe ich dann auch versucht zu stempeln. Das ist jetzt nicht ganz so schön geworden, aber mein Gott, na, trotzdem finde ich es an sich ganz hübsch. Da habe ich versucht, bei so einer Instagram-Challenge mitzumachen. Ja, bis daher ist es fast gut gegangen, dann war es irgendwie Schluss. Ich kann irgendwie nicht durchhalten, aber vielleicht dieses Monat versuche ich es dann wieder im Juni. Das ist dann der Ostermonat, also das heißt der März. Da habe ich mich natürlich dann mit Eiern und Hasen ein bisschen ausgetobt. Lustigerweise, mein Lieblingshase, den habe ich gar nicht gestempelt, aber ganz einen hübschen Hasen. Mal schauen, ob der noch irgendwo vorkommt. Ja.
Das ist die Katastrophenwoche. Also jetzt von der Optik her ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ja? Aber die Woche war eine Katastrophe. Da habe ich mir gedacht, na, ich schreibe jetzt einmal nicht jeden Tag diese täglichen To-Dos auf, ja? Weil es ist dann doch ein tägliches Schreiben und es ist doch ein wahnsinniger Aufwand. Das Ganze wird unglaublich voll dadurch. Probieren wir es doch einmal anders. Und habe über diesen ganzen Spread verteilt die Dinge, die man halt so täglich machen muss, das Katzenkisterl zum Beispiel, und habe dann einfach so und so viele Checkboxen dazu gemacht, wie ich halt das machen muss. Also bügeln habe ich beschlossen, 4-mal in der Woche sollte reichen. Man sieht, ich habe es kein einziges Mal geschafft. Bügeln ist nach Bodenaufwischen so ziemlich meine Lieblingstätigkeit, gell? Merkt man. Gut, also wie gesagt, das habe ich dann versucht. Ja, also es hat jetzt schon funktioniert. Also ich habe meine Zahnseide brav verwendet, ich habe mich halbwegs brav eingecremt, nämlich immerhin 3-mal. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Habe ich alles schon wieder vergessen. Gut, also wie gesagt, es hat im Prinzip schon funktioniert, aber ich musste jeden Tag suchen, was ich eigentlich tun muss. Dementsprechend war das jetzt weniger erfolgreich. Diese Sticker sind übrigens auch wieder von der Jessica von Planner, My Planner Envy. Also seht ihr wirklich tolle, tolle Geschichten. Das ist irgendwas, das habe ich ja mal auf Pinterest gefunden mit den Katzen drinnen. Da habe ich eben auch die Laptop-Katze und die sich putzende Katze war halt für mich. Ich muss mich hätscheln, ich muss eben mich eincremen. Das ist wieder von My Planner Envy und die sind von der Flow. Da habe ich ja irgendein... Ah ja, genau, das habe ich jeweils für Pflanzen gießen. Habe ich das als Indikator genommen. Gut, hin und wieder verwende ich auch von der Erin Condren diese Do-It-All-Dots. So ungefähr heißen die. Ja, also wie gesagt, nicht unhübsch, aber unpraktisch, wenn man es vielleicht so sagen darf. Gut, dann hier wieder zurück. Die Woche mag ich eigentlich auch sehr gern. Da dürfte ich gerade von Simple Stories auch diese Sticker bekommen haben und wahrscheinlich auch meinen Carpe Diem Planner, den ich ja jetzt auch seit eben, glaube ich, dieser Woche mein eigen nenne. Prinzipiell ganz hübsch finde, aber das ist eine andere Geschichte. Gut, ja, also finde ich sehr hübsch. Die Washis sind von Me and My Big Ideas und sind genau diese Edition. Also das heißt, die passen zu meinem Good Things Are Going to Happen Planner. Und ja, also Vogel wieder. Gell? Ich habe ja sogar mal Vögel besessen, also ich bin da auch relativ begeistert davon. Und von den Farben her sind sie sehr schön. Da klebt es auch sehr gut. Manchmal kleben sie nicht ganz so wunderbar, aber im Prinzip bin ich zufrieden. Und diese Simple Stories Sticker, die haben wunderschöne Farben. Also die gefallen mir auch ziemlich gut. Gut, dann, dieses Bügeleisen stammt übrigens von mir selber. Das habe ich eben auch so ein Bild auf Google irgendwann mal gefunden und mir dann eben meine eigenen Sticker. Dann das ist auch eine Woche, die ich sehr, sehr gern mag. Die ist so schön, ja, muted. Manchmal fallen mir keine deutschen Wörter ein für das, was ich sagen möchte. Gell? Da habe ich auch mal versucht, grau zu schreiben. Finde ich sehr, sehr schön. Es ist alles nicht aufdringlich. Bin ich sehr begeistert. Flow, 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 flow. Da habe ich wohl offensichtlich gerade von der Claudia von Filofaxing Austrian Girl das Happy Mail bekommen, weil sie mir eben dieses IKEA-Tape geschickt hat und auch die anderen. Klagenfurt hat das nicht, gell? Also nicht jeder IKEA führt diese Dinger und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Dann habe ich auch von Me and My Big Ideas diese kleinen Sticker gekauft, die man halt so für Events verwenden kann. Ich finde die toll. Also die verwende ich an und für sich sehr gern und sicher in Zukunft noch häufiger. Und da habe ich mir dann gedacht, St. Patrick's Day, machen wir doch da so ein Kleeblatt aus den Herzen. Und ich finde die eigentlich eben auch sehr hübsch. Nicht sehr aufdringlich, nicht so, wow, es ist St. Patrick's Day, was ja mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun hat. Ich bin keine Irin. Aber es ist trotzdem ganz nett gewesen. Gut, Stempel, Gero Kreativ. Ostern. Finde ich auch sehr hübsch. Weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da groß was dazu sagen soll. Offensichtlich hat mein Lieblingshase da auch seinen Weg nicht hineingefunden, sondern es ist auch wieder dieser Hase geworden. Ist ja auch süßer. Ja, hier habe ich mich dann wieder mit dem Handlettering versucht und diese Stempel sind auch von Gero Kreativ, also mal nicht selbst gezeichnet und aus dem da dazu passenden Washi
das glaube ich von Depot ist, genau, das ist von Depot. Habe ich dann, hat es eben auch so Eier gegeben und die habe ich ausgeschnitten und da reingeklebt. Also das ist eigentlich auch ganz witzig geworden. Das habe ich auf Danny Boys einmal bestellt, aber ich habe keine Ahnung mehr, das auch, was das für ein Set oder Hersteller oder was auch immer ist. Gell? Gut, dann sind wir wieder im nächsten Monat. Ja, alles pink. Braindump April. Die Seite ist dann jetzt noch leer. Wie gesagt, die leeren Rückseiten werde ich jetzt in den nächsten Monaten für meine Braindumps verwenden. Und anschließend möchte ich dann einfach, sagen wir mal, Juli die eine Seite und August dann die andere Seite verwenden. Also ich transferiere das dann einfach einen Monat weiter. Ja, however. Gut, dann haben wir den April gemacht. Das ist meine Zirkuswoche. Ich habe diese Sticker eben auch auf Google gesucht. Einfach eben, ich wollte ein Zirkusthema machen, schon vor Ewigkeiten. Dann habe ich es nicht gemacht. Und jetzt hat es aber irgendwie mit diesem Washi von Me and My Big Ideas einfach so schön farblich zusammengepasst, dass ich beschlossen habe, so, wir machen ein Zirkusmonat, weil es ist ja. Und da sieht man aber eben, dass das nicht unbedingt immer gut klebt, dieses Washi-Tape, aber es ist ausreichend, sagen wir einmal so. Gut, ah ja, genau, die Punkte, die sind jetzt vom Happy Planner nicht original dabei, die habe ich dann mit voller Begeisterung gestempelt. Und das da, das, also von diesem Spread habe ich schon vor einem halben Jahr geträumt. Da habe ich nämlich ein bisschen ausgemistet und einen Kalender gefunden von Keith Haring. Und bei diesen Kalendern ist immer auf der Rückseite, da sieht man dann, welche Bilder drinnen vorhanden sind. Und das heißt, es war dann gerade so richtig groß, dass man es ausschneiden kann und eben in einem Planner kleben. Und habe beschlossen, ich mache eine Keith Haring-Woche. Und ich finde sie eigentlich ganz witzig. Und warum ich vor einem halben Jahr schon davon geträumt habe und es nicht gleich gemacht habe, weil ich mir halt gedacht habe, das passt wunderbar für den 1. April, für diese Woche. Jo, und dementsprechend habe ich es dann auch so gemacht. Das sind dann eben Sticker, die habe ich dann auch wieder selber gemacht, weil ich habe diese Schreibmaschinenschrift entdeckt und ich könnte alles mit Schreibmaschinenschrift machen im Augenblick. Gut, was war mit der Woche? Da habe ich dann Pocket Cards, Pocket Whatever von Me and My Big Idea mir auch zugelegt. Ja. Weiß auch nicht recht, was sie damit machen soll. Was war mit der Woche? Ich finde sie an und für sich ganz hübsch. Sie ist schön ruhig. Ah ja, genau, da haben wir dann endlich dieses Stempelset von wem auch immer. Hero Arts, glaube ich. Ja, genau, von Hero Arts ist es. Besagt, das wollte ich immer schon machen, weil ich einfach ein Stempelset haben wollte, wo eine kleine Waschmaschine dabei ist. Also man kann ja so idiotische Bedürfnisse haben, das ist echt sensationell. Aber gut, ich wollte es halt haben, jetzt habe ich es. Dieses Washi habe ich, glaube ich, auch aus diesem Bastelgeschäft und der ist biegt ganz schlecht. Ob diese Woche so wahnsinnig erfolgreich war, weiß ich auch noch nicht. Das habe ich auch selbst gemacht und zwar ist es schlicht eine Schrift, die ich mir runtergeladen habe und dann eben solche Weekend-Banner mir gemacht habe und finde ich total hübsch. Mittlerweile hat sogar eine Kollegin die schon, weil sie das auch so gern hat, wenn sie sich ihr Wochenende auch markieren kann. Also total hübsch. Kann ich aber nicht hergeben oder sonst nur was, weil die ist nicht für Commercial Use geeignet. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man das dann gratis zur Verfügung stellen kann. Verkaufen würde ich es ja sowieso nicht, aber ich glaube, man darf es dann auch nicht gratis zur Verfügung stellen, deswegen lasse ich es besser. Gell? Okay, das war die Woche. Und dann kommen wir zu meiner Schwarz-Weiß-Woche, die eben sehr Alice im Wunderland inspiriert war, weil ich eben lauter Zitate aus Alice im Wunderland eben hier verwendet habe und eben auch so ein Shadow, was auch immer, Schattenbild von ihr. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Das ist Scrapbook Paper wieder, wo ich einfach auch das Gefühl gehabt habe, Rosen passen immer gut zur Alice. Na, wenigstens kann ich lachen über die Woche. Keine Ahnung, da wollte ich diese Tapes einmal verwenden, die ich schon seit Haus und Hof, ja, seit Ewigkeiten habe. Die sind von Scotch, habe ich beim Interspar einmal gefunden und sie gefallen mir an und für sich überhaupt nicht, gell, weil sie so extrem knallen.
Aber wurscht, ich wollte es einmal verwenden und habe dann mir gedacht, okay, außerdem, genau, warte mal, habe ich diese Stifte, habe ich da einen Stifter? Naja, gut, den zumindest habe ich dann da. Von Staedtler, genau, habe ich diese Triplus Fine Liner entdeckt, die sehr, sehr schöne Farben haben. Also, ich muss wirklich sagen, super schöne Farben, super schön zum Schreiben. Gut geeignet für einen Happy Planner, nicht gut geeignet für Erin Condren. Die bluten durch. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagen wird. Ja, aber wie auch immer, die habe ich da entdeckt und dann habe ich mir gedacht, okay, wir könnten ja auch Color Coding machen. Wir könnten ja so Sachen, die mich persönlich betreffen, von den Sachen, die die Miezen betreffen und von den Sachen, die generell die Wohnung betreffen, trennen und das Ganze dann mit Color Coding machen. Ja, das ist mir aber sowas von zu blöd, weil da muss ich ja mindestens drei Stifte immer zur Hand haben und die waren dann immer irgendwo. Ja, aber gut. Wenigstens haben diese Dinosaurier-Sticker gut dazu gepasst, wo ich keine Ahnung mehr habe, wo ich die her habe. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Sheet ausgeschaut hat. Aber da sind unglaublich viele in verschiedenen Größen und Tatata drauf. Ja. Und dieses Set von Papierprojekt, das ist diese Brentano-Schrift, habe ich mir eben auch bestellt und die habe ich in der Woche dann gekriegt und gleich beschlossen, okay, da ist noch Platz, da können wir was hinstempeln. Haben wir halt probiert. Ja, dieses IKEA-Blasentape habe ich mir dann deswegen da noch reingepickt, weil mich das so irgendwie an Gasblasen erinnert. Und wenn man sich so die Uhrzeit vorstellt, dann hat man immer das Gefühl, dass es überall dann solche Löcher gegeben, wie es in Island gibt, wo diese Sulfatgase oder wie die auch immer heißen, habe ich schon wieder vergessen. Ja, wie auch immer, so schaut es aus. Da habe ich für die Mama ihren Geburtstag zuerst was gehabt. Das hat mir so gar nicht gefallen. Dann habe ich das drüber gepickt. Es ist nicht viel besser gewesen, aber immerhin ein bisschen was. Ein bisschen was. Gut, dann haben wir eben auch von Papierprojekt, habe ich mir die Kakteen bestellt und diese Sukkulenten und habe beschlossen, gut, da machen wir was. Das ist eine Eichkatzel, das habe ich dann eben auch gekriegt. Also ich habe ja ein bisschen Eichkatzel. Gut, ja, und dann habe ich eben auch eigene Stempel. Das ist auch wieder sowas, wo ich aus Moosgummi mir Stempel gemacht habe. Einfach so, damit man was hinterlegen kann. Finde ich eigentlich auch sehr hübsch. Habe mit einem Avery-Label das überklebt. Weiß ich nicht, ob ich das jemals wieder machen werde, aber ein Versuch war es wert. Da habe ich dann angefangen, mir bei meinem Menüplan dazu zu markieren, wenn was zu tun ist. Ja, also muss ich vielleicht noch was kaufen dafür oder muss ich was auftauen dafür, weil das war dann oft so das Problem. Man hat zwar gewusst, heute am Abend gibt es das und das und dann steht man da und dann war es nicht aufgetaut. Gut, aber das war zumindest so der Indikator in der Früh beim Durchschauen, was passiert heute, war das der Indikator einfach, ah, warte, da muss man noch was machen. Da Schnee. Da hat es 20 cm geschneit. Ende April. Das war ein Spaß. Gut, dann sind wir hier im Mai. Ha, genau, wir denken jetzt gerade Jänner. Na, Jänner sind wir nicht. Da habe ich dann eben angefangen. Ich habe mir den Jänner einfach genommen und habe auf die Rückseite den Mai gemacht. Der Mai ist bald aus. Ihr seht, es sind noch ein paar Kasteln offen. Manche Sachen mag ich einfach nicht machen, aber irgendwann einmal werde ich sie machen. Dann war ich auf einer Hochzeit. Da haben wir dann die Einladung oder zumindest das Programm einmal daher gepickt. Und das ist dann das Monat. Bando. Das ist so ein Stickerbuch, das habe ich mir eben auch drüben in den USA damals geholt. Habe ich selbst gemacht, wieder einfach mit einer runtergeladenen Schrift geschrieben, ausgeschnitten, reingeklebt. Und schon super. Genauso das. Ja, also man kann oft mit den einfachsten Sachen selber was machen, was meiner Meinung nach zumindest total hübsch hier ausschaut. Gut, dann meine Samstage sind immer relativ gut eingeteilt. Meine Sonntage dann Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm. Gut, dann das war jetzt die Woche, wo die Hochzeit war. Da sieht man dann, dass ich offensichtlich nicht Lorelei heiße, sondern Julia. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut,
Ja, da habe ich dann unbedingt einmal vom IKEA diese Sticker verwenden wollen, die mir ja mein Schatz netterweise aus Deutschland mitgebracht hat, wie er dort war. Ich kann mit runden Stickern nicht so wahnsinnig viel was anfangen. Also ich finde es jetzt nicht schier, aber ich weiß nie, wo ich die hinkleben soll. Ja, also so gesehen muss man mal schauen. Den Mai habe ich auch wieder zu einem Noseband erklärt, weil ich brauche nichts mehr. Ich weiß zwar, dass ich jetzt im Juni, sobald das Noseband vorbei ist, wieder wie blöd bestellen werde, aber hallo, ich brauche nichts mehr. Aber gut, ich glaube, da geht es uns allen in etwa gleich. Was will ich da noch sagen? Ah ja, genau, da habe ich dann was versucht, was ich glaube ich beibehalten werde. Und zwar sieht man hier vielleicht ganz leicht, dass ich gestempelt habe: To do, heute und etc. Diese Dreiteilung gefällt mir ja an und für sich sehr gut. Nur ich fange nichts an mit Morning, Afternoon, Evening, weil ich arbeite unterschiedlich. Meistens arbeite ich am Nachmittag. Dann wird das jetzt ewig leer bleiben, weil da mache ich zu Hause nichts, weil das Ding ist nur für mich zu Hause. Gut, dann arbeite ich aber zum Beispiel am Dienstag am Vormittag, dann müsste ich wieder alles umbauen. Also damit fange ich nichts an. Ganz abgesehen davon bin ich auch nicht so, dass ich jetzt die Sachen, die zu tun sind, jetzt partout unbedingt in der Früh machen muss. Na, wenn ich nicht will, dann mache ich sie am Abend. Ja, es ist ja jetzt nichts Wichtiges, also was zu einer bestimmten Zeit gemacht werden muss. Klar, könnt ihr jetzt hergehen und mir überlegen, so was mache ich am Vormittag, was mache ich am Abend. Na, vergiss es. Also habe ich beschlossen, dass diese Kategorien eigentlich ganz gut funktionieren. Und weil ich aber jetzt nicht da was abkleben möchte und da müsste ich das jeden Tag machen, habe ich beschlossen, man könnte es ja dahin stempeln, weil da kann ich ja drüber schreiben. Das stört mich zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich da drüber schreibe, weil es ist ja nur so eine Art Indikator, was in der Spalte halt oder in der Zeile in etwa zu tun wäre. Gut, dann war hier die Hochzeit. Deswegen waren wir auch weg. Die Hochzeit war nämlich in Potsdam und nichts in Klagenfurt. Habe ich mal von Danny Boys bestellt. Keine Ahnung, welcher Hersteller. However. Dann zu einer relativ schlichten Woche. Ich bin an dem Tag dann von Potsdam wieder zurückgekommen und da habe ich, glaube ich, dann habe ich da dann gleich geplant, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls wollte ich nichts wahnsinnig Aufwendiges machen. Und bin dann einfach nur diese Dinge wollte ich überkleben, damit eben wieder diese Spalten, Zeilen, das sind Zeilen, Herrschaftszeiten. Ja, ah, übrigens, Gero Kreativ, da gibt es einen Noseband-Stempel. Geil, absolut super. Ja, also wie auch immer, wollte ich das halt abkleben und wollte aber nicht wieder so über diese ganzen Zeilen rüber das Washi-Tape haben und habe einfach beschlossen, das wird verteilt. Und gefällt mir irrsinnig gut. Gefällt mir gut, dass ich auch über die einzelnen Kasteln so drüber gegangen bin. Taugt mir. Das habe ich entdeckt in einem Geschäft in Potsdam im holländischen Viertel. Ein entzückendes Geschäftl. Da habe ich meinen Noseband auch gebrochen, wie man hier sieht. Da ist ein Achter, ein Xl drinnen am 8. Am 8.? Ja, am 8., weil ich habe es am Sonntag gekauft. Aber das habe ich einfach mitnehmen müssen. Und ich meine, wann komme ich wieder nach Potsdam? Wahrscheinlich Ewigkeiten nicht. Also beschlossen, das muss mit. Gut, ja, sonst ist da jetzt nichts dazu zu sagen. Der Stempel ist auch von Gero Kreativ, genauso wie die. Das sind so Musterdinger. Gefallen mir total gut. Da habe ich die Waschmaschine verkehrt rumgestempelt. Kann auch mal passieren. Gut, und das war letzte Woche. Genau, das war letzte Woche. Da habe ich wieder mit dieser Technik, Wasserfarbentechnik, gearbeitet, wo ich einfach den Küchenschwamm verwende und habe das dann eben einzeln abgedeckt, damit eben nur die Spalte frei bleibt und habe so ein bisschen versucht, so ein Regenbogenmuster hinzukriegen. Und gefällt mir sehr gut. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr gut. Diese Icons sind wieder aus verschiedenen Schriftarten zusammengestellt. Genauso auch dieser Fleck hier, also die verschiedenen Flecken. Das ist auch in irgendeiner Schrift drinnen. Wie gesagt, also das taugt mir irrsinnig, einfach Schriften runterzuladen. Da kann man alle möglichen Themen suchen und dann geht man eben her und schneidet sich die aus und hat die schönsten Sticker ohne wahnsinnig viel Aufwand. Gut, ja, also wie gesagt, diese ganze Woche gefällt mir eigentlich sehr gut. Sie war vielleicht ein bisschen
unruhig im Sinne von lesen. Also lesen kann man nicht so gut, finde ich, wenn der Hintergrund gemustert ist. Aber trotzdem, total hübsch. Und X-Men Apocalypse war auch nicht der schlechteste Film. Gut, und dann sind wir in dieser Woche. Und diese Woche hat damit angefangen, dass sie eigentlich YouTube geschaut habe und irgendeine hat dieses Tape verwendet. Und dann habe ich gedacht, dieses Tape hast du auch. Verwendest aber überhaupt nicht. Erstens, weil es rot ist. Also ich habe zwar, glaube ich, am meisten rote Tapes, aber irgendwie so dieses richtige Rot verwende ich gar nicht so gern. Aber wurscht, wir probieren es jetzt einmal. Und dann diese Reistechnik habe ich auch bei irgendjemandem auf YouTube gesehen. Müsst verzeihen, ich habe das schlechteste Gedächtnis aller Zeiten. Ich merke mir nicht, bei wem ich was gesehen habe. Aber ja, erfunden habe ich es jedenfalls nicht, diese Reistechnik. Gefällt mir aber wahnsinnig gut. Und ich mache einen Rahmen, so damit das Wochenende abgetrennt ist und so. Und der Rest ist mir dann eigentlich wieder so wie die Mummins ins Bild gelaufen. Ja, dann habe ich mir gedacht, so, was kann ich jetzt da dazu passen? Und dann habe ich mir gedacht, mein, schau, du hast dir diese hübschen Mädchen seinerzeit bei Pokémon Garden auf Etsy bestellt, hast aber noch gar nicht so richtig verwendet. Vielleicht passt es dazu. Gut. Ah ja, genau. Da haben wir ja auch dann diese Kränze, haben wir da auch bestellt. Okay, passt. Wenn wir die auch verwenden. Und dann sind noch mir die Bäume eingefallen, die ich eben auch aus dem gleichen Shop habe. Also das sind die drei Washis von Pokémon Garden, genauso wie diese Girlanden, Ranken, Ranken, glaube ich. Okay, dann habe ich beschlossen, das kommt jetzt da rein. Ob es passt oder nicht, ist mir wurscht. Ich finde, das passt im Prinzip dann eh ganz gut. Und das Lustige ist, beim Bagro, genau, beim Bagro habe ich dann auch dieses kleine Baumtape gefunden, das wie die Miniaturausgabe von diesem Tape ausschaut. Und dann habe ich noch beschlossen, ach, da macht man so kleine Bäumchen jeweils dazu, wo es halt passt. Der hat lauter Herzen, der hat auch lauter Herzen und auch die passen gut zusammen. Ja, und so ist dann dieser Spread entstanden. Und dann habe ich noch diese schwarzen, durchsichtigen Sticker von Simple Stories. Und da war eben dieses To Do und Today drinnen. Leider hat nichts, war nichts da gepasst zu meiner etc. Geschichte. Aber ja, Mai habe ich mal gedacht, machen wir mal da. Und dann habe ich halt noch von diesem Set einige Sticker verteilt. Und das war's. Das war's, das war's, das war's. Genau, heute ist der 26. Ja, passt. Also, wie gesagt, das war's. Da ist noch alles leer. Das nächste Monat folgt. Wenn ihr wollt, kann ich in Zukunft öfters solche Flip-Throughs machen, die ja dann nicht ganz so lang dauern, weil ich ja eben nicht so viele Monate machen muss. Aber wie gesagt, im Sinne von zeigt alle eure Pläne her, wenn ihr sie herzeigen wollt, wollte ich eben euch auch einmal zeigen, was ich so treibe. Gut, dann wünsche ich euch noch was. Tschüss, tschüss.